Hallo Grillfans, willkommen auf meinem Grillkanal Barbecue mit Sascha. Heute machen wir nochmal ein Pulled Pork auf meinem Portland. Da freue ich mich richtig drauf, beziehungsweise wir bereiten es heute vor. Das kommt heute Abend dann auf den Grill. Wir haben jetzt 9 Uhr, 10 Uhr, keine Ahnung, Moment. 10 Uhr. Das kommt dann heute Abend auf den Grill und dann soll das morgen im Laufe des Nachmittags bis zum frühen Abend hin fertig werden. Viel Spaß dabei! Das ist das Ganze jetzt als Burger. So lecker. Ein Traum. So, mit der dicken Injektion, mit der dicken Injektionsspritze, zack, zack, werde ich gleich hier das Fleisch hier spritzen. Dann wird das Ganze mit Senf eingerieben. Und dann probiere ich mal von Spanta Barbecue das sau lecker aus. So, zuallererst mal nehme ich mir hier meinen Flex von Dick und schneidet mal so alles Überschüssige ab. Unter anderem hier diese komische Fettschicht, die hier oben drauf ist. Die wird nachher einfach nur glibberig. Dadurch, dass wir es ja nicht angrillen, sondern nur gar ziehen sozusagen. Sprich smoken. Dann hier diese, hier ist noch eine überschüssige Ecke. Wie gesagt, an dem Stück Fleisch sind ein paar überschüssige Ecken. Alles, was nicht gerade ist, kommt jetzt weg. Es muss nicht alles Fett weg, gar keine Frage. Also die dicken Auflagen, die stören da nur. So. Sehr schön. Da nehmen wir uns Apfelsaft. Ich habe mich hier für den Naturtrüben entschieden, weil der noch ein bisschen mehr Säure hat. Immer rein. Oh. Schön so im 2 cm Abstand reinstechen und beim Hochziehen runterdrücken. So, das sieht schon mal sehr gut aus. Das schwimmt jetzt natürlich in eigener Flüssigkeit, beziehungsweise nicht in eigener Flüssigkeit, sondern in Apfelsaft. Das ist aber überhaupt kein Thema. Der läuft ja nachher weg. Das heißt, jetzt nehmen wir uns den Senf. Schön mit Senf einreiben. Der ist nicht ganz scharf, hinterlässt also lediglich einen sehr interessanten Geschmack und ist ja auch hauptsächlich dafür da, dass die Gewürze halten. Aber Senf macht das Fleisch auch mürbe. Das ist also, das müsst ihr mal ausprobieren, Senf dünnflüssig machen und den spritzen. Dünnflüssig machen, weil sonst wird es zu intensiv. Das hinterlässt einen super feinen Geschmack und macht das gleich super zart. So, jetzt habe ich natürlich einen Fehler gemacht. Ich habe mir natürlich das neue Gewürz genommen. So. Das Gewürz hat mir der Mike zur Verfügung gestellt. Er hatte mir gesagt, er schickt mir einen Satz zur Verlosung und hat mir dann noch einen für mich selbst geschickt, damit ich das auch mal probieren kann. Das gebe ich auch zu. Ich habe natürlich auch danach gefragt, aber ich wollte es ihm abkaufen. Aber das wollte er nicht. Der hat mir das tatsächlich so geschickt.
Nochmal schön dick drauf. So. Überall. Das Gemeine bei Pulled Pork, das Zeug muss jetzt drauf und dann einwirken, 24 Stunden. Ich habe aber gestern Abend keine Zeit gehabt. Das heißt, das, was jetzt drauf kommt, bleibt jetzt noch ca. 12 Stunden, 11 Stunden. Und das war's. So, das ist im Übrigen ein 3 Kilo, ein guter 3 Kilo Nacken. Ich habe jetzt das komplette Gewürz drauf getan. Das Gewürz duftet, Leute, das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. So, jetzt probiere ich das Ganze mal in den Vakuumbeutel reinzufrimmeln, ohne dass ich mir selbigen komplett versaue. So. Dieser von innen ist kein Thema. Ich habe mir auch extra den Rand umgeknickt. Aber trotzdem ist der Nacken, wie gesagt, mit seinen 3 Kilo nicht der kleinste. So. Schale weg. Handschuhe aus, damit ich nicht noch zufällig was versau. Dann wird der Rand umgeschlagen. Ah, da habe ich gekleckert. Seht ihr das? Scheiße. Gucken, ob ich jetzt noch dicht bekomme. Wobei, das ist ja das Schöne, das ist jetzt keine ewige Lagerung. Wenn der einfach nur ein bisschen Vakuum zieht und das dann einigermaßen hält, dann reicht das. Ich werde dann eine Doppelnaht drauf machen. So, aber jetzt vakuumiere ich das eben ein. Das ist so laut, da nehme ich euch nicht mit hin. Ich zeige euch jetzt gleich das Ergebnis. So, ich habe mit Doppelnaht zugemacht. Doppelt hält in dem Fall besser. Das heißt, ich werde jetzt meinen Kaffee in Ruhe austrinken. Das Fleisch kommt wieder zurück in den Kühlschrank. Und wir sehen uns heute Abend am Grill. Das Setup von meinem Portland ist wie folgt gewählt. Unten habe ich die Räucherbox hingelegt. Moment, ist mal auf. Muss ich mal eben korrigieren. So. Darüber kommt eine Schale mit Apfelsaft. Dann hier oben ist noch nicht so weit. Kommt dann eine zweite Schale, wo ich Apfelsaft reintun werde und darauf der Nacken. Der liegt jetzt noch hier. Den packe ich jetzt aus. Drop hier den drauf. Ich habe hier schon mal den Raumtemperaturfühler angebracht, sodass er dann auf Höhe des Fleisches ist. Das Fleisch selbst werde ich tatsächlich mit allen Fünfen bespicken. So dass ich mir sicher sein kann, dass auch die richtige Temperatur mir angezeigt wird. So. So, und wie man jetzt schon sieht, 3 Kilo, das ist ein ganz schöner Kavenzmann. Das kommt gleich in den Müll. Dann sehe ich schon, oh, das passt aber. 5. So, nur mal kurz zum Zeigen. Also 26 ist die Umgebungstemperatur, die hier gerade herrscht. Ja, es ist für die Uhrzeit noch ziemlich warm. Der Apfelsaft hinterlässt ein sehr, sehr sehr schönes Aroma. Jetzt habe ich euch gar nicht gezeigt, wo da unten. Das sieht man gar nicht. Jetzt zeige ich es euch gleich nochmal groß. Der hat draußen gestanden, der hat aber schon Raumtemperatur. So.
Also nochmal. Ein Grashalm drin. Das ist aber nicht weiter wild. Also hier unten in der Brühe. Das sieht jetzt wirklich aus wie Brühe. Bäh. Sieht schon fast widerlich aus. Gut, das will ich auch nachher keiner mehr trinken. Da ist jetzt... Moment, ist gar nicht scharf. So. Da ist jetzt Apfelsaft. Hier oben ist Apfelsaft. Und da haben wir das gute Stück. Flamme. Einmal volle Pulle. Zu. Hier oben. Den Lüfter auch zu. So. Das kann man jetzt hier gut sehen. Moment. Ich zeig's mal. So kann man nämlich... Seht ihr? Die Klappe machen wir fast zu. Ja, dann wird jetzt eingeriegelt, bis wir so 105 Grad haben. Und wenn die erreicht sind, wie gesagt, bei dem 105 bis 110 Grad, da möchte ich landen, dann gucken wir mal weiter. So. Beim Einriegeln stellen wir dann fest, dass der Fühler Nummer 4 mehr anzeigt als alle anderen. Gut, jetzt lassen wir den Raumtemperaturfühler mal aus. Ich habe gerade mal nachgeguckt, der steckt genau wie alle anderen. Ich habe ihn nochmal nachjustiert. Er ist genau wie alle anderen. Das ist natürlich doof. Das heißt, der Fühler Nummer 4 ist kaputt. Wie kann sowas passieren? Ich glaube, ich werde die Firma Inkbild mal anschreiben und mal nachfragen. Weil das Thermometer habe ich ja gerade mal. Marc, hilf mir auf die Sprünge. Wie lange habe ich das schon? Beziehungsweise Dennis. So sieht das Ganze jetzt. Was haben wir jetzt? 15 Stunden später aus. 84 Grad. Ein bisschen muss noch. So, 18 Stunden später, der hat jetzt 82 Grad, das heißt, ich werde jetzt mal anfangen, langsam zu glasieren. Ups, ich hätte vielleicht die Soße vorher mal schütteln sollen. Ich habe mir hier diese Mississippi Barbecue Soße geholt. Ich finde die sehr angenehm und die hat eine schöne Süße. Da machen wir jetzt erstmal die erste Schicht drauf. Und das können wir dann im Halbstundentakt wiederholen, bis dann die Temperatur von 92 Grad erreicht ist. So, schön die Ecken. Nicht zu dick, das sieht dann auch nicht schön aus. Nur so, dass überall mal was drauf ist. So. Ach, guck mal hier, das fällt schon fast auseinander. Sehr schön. Und wenn ihr euch wundert, was das für ein wackeliger Tisch ist, das ist kein Tisch, das ist ein Hocker. Und er steht hier in einem Loch mit einem Bein. So. Die Temperaturfühler haben jetzt eine Temperatur von, der niedrigste ist bei 89, der höchste bei 93. Ich denke, das ist ein gutes Mittel. Ich habe den gerade schon eingepackt, weil es mir sonst zu spät wird mit fertig werden. Also sprich vor einer Stunde und habe dann den Grill auch ein bisschen höher gestellt. Bei 150 Grad lief er jetzt am Schluss. So dass ich dann die letzten 10 Grad jetzt im Endeffekt in einer Stunde nochmal durchgezogen habe, weil der hielt sich konstant bei 80 mal 81 mal 79. Da tat sich gar nichts mehr. Wie gesagt, jetzt habe ich das Ganze durch diese Krücke mit einpacken in Alufolie. Darunter ist im Übrigen Backpapier, damit das die Alufolie nicht direkt mit dem Fleisch in Kontakt kommt. Ich hole das Ganze jetzt raus, dann geht es noch kurz in den Backofen, wo es dann noch sich ein bisschen setzen kann. Den habe ich vorgeheizt auf 80 Grad. Ja, und dann kann man in einer halben Stunde essen. Ziemlich exakt 23 Stunden später. Nein, Tor. Doch, Tor. 23 Stunden. Der hat es ja gerade schon gesagt. Ich habe es dann nochmal eingepackt, weil mir gerade das Gas ausgegangen ist. Was ich nicht gemerkt habe. Und da ich nicht um Mitternacht essen wollte, nochmal schnell das Ganze hinterher geschoben. Wie sagt man das so schön, die Texas-Krücke? Aber das war die Texas-Krücke light, weil dieser Weiß so eine Stunde. Oh, ist das saftig. So. Ich bin direkt auf die Bank getropft, geil. Das ist jetzt die Unterseite. Hier hat er die ganze Zeit draufgelegen. Hier oben ist die glasierte Seite.
mal drauf. Also, so wie ich spritze, würde ich sagen, ist saftig. Also es lässt sich sehr gut pullen. Ich muss das mal mit der Faser ziehen, dann klappt das besser. So. Ein sehr schöner Rauchring. Kann man hier oben sehr gut erkennen. Mehr mache ich jetzt erstmal nicht. Das Stückchen nehme ich mir jetzt zum Testessen, weil da auch schön viel Kruste dran ist. Also das ist ein Traum. Das Ganze ist super saftig, super zart. Ihr habt ja gesehen, wie es zerfallen ist. Gerne nachmachen. Wie gesagt, das waren jetzt 3 Kilo Nacken vom Metzger. Wenn euch das gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da. Lasst mir einen guten Kommentar da. Ansonsten sagt mir, was euch nicht gefallen hat. Und wir sehen uns nächste Woche.